hat, haben wir halt jemanden oder ein Team gesucht, was uns zum einen die Innovation, die Marktorientierung, dieses, ja, heute passiert so viel, so schnell, was diesen IT- und Softwarebereich angeht, der uns da ein guter Partner ist. Und natürlich ist immer ein Aspekt, wenn man einen Softwarepartner auswählt, die Zuverlässigkeit und Sicherheit und Renommiertheit. Und so sind wir dann 2012 mit Trasa zusammengekommen oder mit dem Trasa-Team zusammengekommen und haben seitdem viele, viele Schritte gemeinsam in die Entwicklung, vor allen Dingen auch in der Digitalisierung der Miete gemacht. Ja, bevor wir gleich noch ein bisschen uns angucken, was die Firma Tracer macht, noch ein Hinweis: Sie können auf die Sprecheransicht schalten. Im Zoom gibt es oben die Möglichkeit unter Ansicht, Sprecheransicht, dann sehen Sie jeweils die Kollegen von der Firma Grotemeier ganz groß. Und wenn Sie Fragen haben zwischendrin, gerne in den Chat reingeben und wir gehen dann danach weiter in das Thema rein. Was ich ganz, ganz spannend fand, ich habe mir das Unternehmen Grotemeier vorher angeschaut. Es gibt diesen Slogan, den Sie auch hinten ganz groß drauf haben: Vermieten, also fair von fair, FAIR. Wie hängt das Ganze mit dem Thema Digitalisierung oder mit Ihrem Unternehmen als Gesamtes zusammen? Wir haben uns 2009 mal zusammengesetzt, als ich angefangen habe, und uns die Frage gestellt, zum einen, wie können wir mit Baumaschinenvermietung Geld verdienen? Und zum anderen, und das natürlich nicht als Selbstzweck, wie können wir das Ganze professionalisieren? Und ein wahnsinnig wichtiger Punkt bei der ganzen Geschichte ist Kundenorientierung. Das bedeutet für uns nicht zuletzt natürlich Kundenbindung und die möchten wir gerne über Fairness generieren. Das heißt, wenn wir Probleme haben mit Kunden wie Mietaussetzungen, die wir nicht akzeptieren wollen eigentlich, oder wenn es um Mietschäden geht oder Reinigung von Maschinen, bei diesen ganzen Dingen, wo immer Konflikte auftreten können, da suchen wir halt keine kurzfristige Lösung im Sinne des Unternehmens, sondern im Zentrum steht eigentlich immer eine nachhaltige Geschäftsbeziehung, die dann eben in beide Richtungen fair sein muss. Und dann haben wir uns überlegt, schreiben wir das eben mal, das wichtigste Argument für uns als Vermieter, schreiben wir eben mal direkt auch oben drüber. Vermieten, genau. Genau. Das war gerade der Herr Werner. Frau Grotemeier, die Zusammenarbeit, Sie sind ja ein recht großes Team bei der Digitalisierung, beziehungsweise die das auch umsetzt. Was sind so die Aufgabenverteilungen? Können Sie da so ein paar Worte zu sagen? Wer hat welche Rolle und wie ist das Team so aufgebaut? Also jetzt auf Geschäftsführungsebene habe ich da maßgeblich, natürlich in Abstimmung mit meinem Bruder, aber maßgeblich die Fäden in der Hand, sage ich mal so. Für mich ist sehr wichtig, dass die einzelnen Bereichsleiter für ihre Bereiche sich interessieren, sich da mit reinhängen, weil im Prinzip die ganze Entwicklung ist aufwendig, braucht viel Begleitung, braucht Projekte, braucht Aufmerksamkeit. Und das kann man eigentlich nur hinkriegen, wenn, oder wir haben das hingekriegt, indem wir halt wie Herrn Werner zum Beispiel einen sehr engagierten Bereichsleiter in dem Punkt auch haben, der so die Entwicklung und die Zukunft auch der Vermietung eben im Internetshop, in vielleicht Maschinensharing und ähnlichen Dingen sieht, die es einfach notwendig macht, dass wir so die normalen Prozesse hier sehr geordnet und digital schon voneinander haben, die Datenpflege stimmt und so weiter. Und in den einzelnen Teams haben wir dann immer bestimmte Key-User, die ganz vorne mit testen, die mit dokumentieren, die mit daran arbeiten, was ist denn unser optimaler Prozess, den die Branchenlösung, die wir haben, auch hergibt. Das ist immer so die Ambivalenz zwischen Branchenlösung und wie hätten wir es denn am liebsten. Aber die karierten Maiglöckchen, da sind wir so ein Stück weit von ab. Wir haben uns schon auf die Fahnen geschrieben, mein Bruder und ich. Wir wollen Standards und wir arbeiten eher mit Trasa da dran oder mit Tracer da dran, dass wir gemeinsam gute Standards in der Branchenlösung haben und nicht Grotemeier individuelle karierte Maiglöckchen. Ja, und um mal die Firma Tracer zu Wort kommen zu lassen, Herr Kumnick, wenn ja, von Ihrer Seite,
was macht die Zusammenarbeit aus? Was macht sie so besonders? Also es geht ja schon doch 20 Jahre, zumindest mit einer Vision. Genau. Vielen Dank erstmal. Hallo auch in die Runde von meiner Seite. 20 Jahre, so lange ist unsere Partnerschaft mit der Firma Grotemeier tatsächlich noch nicht vorhanden. Aber so wie Frau Grotemeier länger sagte, nun doch auch schon einige Jahre. Ich denke, es trifft ganz gut das, was Frau Grotemeier-Lenger gerade eben auch nochmal betont hat. Also auch die Kooperation, der kooperative Gedanke und so ein bisschen das Sparring zwischen der Technologieseite auf der einen Seite natürlich als Treiber der Digitalisierung und auf der anderen Seite natürlich auch das, was die Branche bewegt. Das ist das, was uns jeden Tag antreibt als Technologie, als Dienstleister in dem Bereich auch für explizit diese Branche, eben diese Standards gemeinsam mit der Branche zu entwickeln und dann auch gerne natürlich gemeinschaftlich den Kunden in einer Partnerschaft dann auch zu betreuen. Wir werden uns ja gleich genau diesen Prozess, was Sie umgesetzt haben, nochmal im Detail anschauen. Aber da wir in der Best-Practice-Runde sind, interessiert mich so besonders, was gab es denn für Hürden in dem Projekt, so Fettnäpfchen, wo Sie sagen, hey, da müssen die anderen Kollegen nicht reintreten. Also auf was kam es wirklich an, um das Projekt zum Erfolg zu führen? Also Florian, ich sag mal erst die. Okay. Ich glaube, es ist einmal die Hartnäckigkeit der Leute, der Beteiligten einfach oder die Ausdauer und dieses auch immer wieder Rückschläge und Softwarefehler und dann läuft dies nicht und dann geht das noch nicht so, dann stimmen unsere Daten nicht. Also man braucht schon einen langen Atem und das finde ich echt eine Hürde. Und jetzt Florian, du mit deinem Beitrag. Also zu identifizieren, wenn wir eine Vision haben oder eine Idee haben, wo wollen wir hin? Das kann eine Online-Vermietung sein, wie bei einer Autovermietung, wo wir eben aber nicht diese offenen Kapazitäten haben, in der Baumaschinenvermietung jedenfalls nicht, wenn man so groß ist wie wir. Oder wenn man die Idee hat, dass es irgendwann vergleichbar mit dem Carsharing eben Bagger dezentral vermietet werden, dann muss man identifizieren, welche Daten brauchen wir dafür und die müssen irgendwie in diese Anlage rein. Das ging im Kleinen los. Wir haben dann irgendwann angefangen, über Navision nach Maschinen zu filtern. Wenn wir das tun wollen, müssen wir aber irgendwelche Filterattribute haben, damit die gewünschten Ergebnisse dabei rauskommen. Das mag für einen Maschinendisponenten noch einfach sein, aber spätestens an dem Punkt, wo der Kunde sich seinen Mietvertrag selber schreiben soll, wenn er mal online mietet, wird das Ganze natürlich sehr, sehr anspruchsvoll. Und da die Leute an Bord zu holen, gemeinsam mit den Disponenten eben diese Attribute festzulegen und dann eben auch die Daten einzupflegen und dann später zu pflegen, das war, glaube ich, so bisher die größte Herausforderung, weil das jeder auch nur gerne und gut macht, wenn er sieht, was da ganz am Ende mal rauskommen soll. Jetzt haben wir erstmal den Softwarepartner, die Daten und welche Rolle haben die Führungskräfte, Frau Grotemeier-Lenger? Also müssen die irgendwie eingestimmt werden, um so ein Projekt zu stemmen? Wir machen regelmäßig Führungskräfte-Seminare, Workshops hier intern in unserer Gruppe. Wir sind dabei, eine Feedback-Kultur zu entwickeln und wir sind dabei auch, in Unternehmensvisionen haben wir uns Gedanken gemacht, wo zum Beispiel innovativ und nachhaltig drin vorkommt. Wir möchten über den Tellerrand gucken und innovativ und nachhaltig gemeinsam die Zukunft gestalten mit Mitarbeitern, also mit allen Menschen, mit denen wir zusammenarbeiten. Und ich denke, das ist schon eine ganz wesentliche Geschichte, dass wir viel Meetings machen und uns austauschen, wo wollen wir hin, wo sind wir da, in welchem Bereich und was braucht eine Führungskraft? Ja, die Führungskraft braucht eigentlich auch dieses über den Teller gucken. Natürlich ist bei uns Vertrieb im Sinne von Vermietung und Service, das ist das operative Geschäft, was direkt Geld abwirft. Aber diese organisatorischen Dinge für das Unternehmen und in dem einzelnen Bereich. Das sind wirklich völlig unterschiedliche Prozesse, wenn wir Service und Miete zum Beispiel nebeneinander stellen. Und da muss ich immer die Führungskraft für stark machen, dass man da eben die besten Wege findet, um sowas
ja, wie Herr Werner das ja auch sieht, irgendwann mal per Internet unterstützen zu können, was Service angeht. Und im Mietbereich haben wir uns schon sehr für interessiert, was gibt es denn auf dem Markt an Webmöglichkeiten. Wir sind mit Traser dabei, den digitalen Zwilling, den hat ja auch Herr BBI und mit Herrn Küspert halt losgetreten. Da sind wir sehr dran interessiert, weil solche Dinge halt entscheidend sind für die Zukunft. Ja. Und Dankeschön. Dann haben wir erstmal so diesen groben Rahmen. Gibt es erstmal dazu Fragen? Gerne in den Chat gehen, weil gleich gucken wir uns das Ganze natürlich im Detail an. Also vom von der Buchung, den gesamten Prozess durch, Einsatz der App. Also wenn es bis dahin erstmal vielleicht offene Themen, offene Fragen an die Firma Grotemeyer gibt, gerne in den Chat ein kurzes Handzeichen, ein X, dann kann ich da nacheinander die Leute praktisch mit reinnehmen. Und falls jetzt noch keine hochkommt, wie gesagt, Sie können jederzeit gerne da reinschreiben und ich hebe mir die Sachen dann bis zum Ende auf, weil dann gehen wir gleich in die Live-Demo, die die Kollegen von Grotemeyer, von der Firma Grotemeyer vorbereitet haben. Und da wird es spannend. Wir haben zwei Mitarbeiter, die Vivian Damm, die den Disponent von die Rolle des Disponenten vermieten hat und ihre Beteiligung im Prozess zeigt, und dann den Matthias Heikel als Hofmitarbieter Miete, der auch in dieser Rolle den Prozess vorstellen wird, sodass Sie wirklich von Anfang bis Ende den Einsatz der kompletten Lösung gleich sehen werden. Dann übergebe ich einfach an die Kollegen. Ja, guten Tag. Vivian Damm, mein Name. Ich stelle mich mal kurz mit der Kamera vor. Wegen dem Abstand kommt einmal Herr Heikel ins Bild. Genau, ich bin der Herr Heikel. Hallo. Ich bin draußen im Hof für die Maschinen zuständig. Ja, und freue mich, dass es losgeht. Ja, ich zeige Ihnen jetzt gleich einmal den Ablauf unserer täglichen Büroarbeit und der Zusammenarbeit mit dem Kollegen auf dem Hof. Und zwar einmal den Ablauf von dem Kundenanruf über die komplette, den Vermietungsablauf bis schlussendlich zur Mietabrechnung. Dazu wechsle ich jetzt einmal gerade den Bildschirm und stelle sie mit drauf. So. Klasse, ja, hat geklappt. Sehr schön. Und zwar, jetzt muss ich einmal hier gerade noch ein Feld ändern, eine Sekunde. So. Und zwar ist es bisher so, dass unsere Checklisten und der Mietablauf oft oder vieles auf Papier ausgefüllt werden musste und viel Papierkram für die Lieferscheine angefallen ist. Und zudem entsteht oder entstand dadurch jetzt bisher auch immer viel Laufverkehr. Wir konnten schon ganz viel digitalisieren und sind jetzt mit der Hof-App auf dem besten Weg, um einen großen Teil des Papieres zu sparen und natürlich uns einfach die Arbeit auch dadurch zu erleichtern, weil wir den Hof-Mitarbeitern ganz viel die Möglichkeit geben, auch selbst Dinge zu erledigen und man auch eben dadurch Zeit sparen kann. Als Beispiel möchte ich Ihnen jetzt einmal mit meinem Kollegen zusammen einmal den Mietprozess zeigen. Und zwar ist es jetzt als Beispiel so, ich habe in der Dispo einen Anruf bekommen von der Firma Oberbremer. Die Firma Oberbremer möchte gerne für 2 Tage einen 5-Tonnen-Kompaktbagger bei mir mieten. Und dafür gehe ich dann in unser Rentboard. Das ist die Ansicht, die Sie jetzt sehen. Dieses Rentboard zeigt alle unsere verfügbaren und vermieteten Baumaschinen, Anbaugeräte und Krane unseres Mietparks an und auch von allen Standorten aus. Also alle Standorte, die wir haben, Bissendorf, Borchen in Paderborn, Bielefeld und hier in Bünden. Wir können anhand von individuell einstellbaren Filtern, zum Beispiel hier rechts oben im Bild, kann ich auswählen, auf den Bereich, aus dem der Kunde die etwas mieten möchte. Und zwar sage ich jetzt zum Beispiel geschlossener Mietpark, alles, was verfügbar und vermietet ist, und wähle
die Gruppe der Bagger aus. Und dann erscheint die komplette Übersicht. Ich kann mir anzeigen lassen. Sprache ist weg oder nur bei mir? Sie ist wahrscheinlich kurz rausgeflogen, wird gleich wieder drin sein. Genau. Während also ich kann das Bild vielleicht noch mal ein bisschen weiter erläutern oder Herr Kumnik kann das auch gut tun. Also wir haben links in der Spalte haben wir die ganzen Maschinentypen, das sind unsere Objekttypen und hier unten unter Minibagger 4 bis 5 Tonnen, weil Oberbremer sollte ja einen 4 bis 5 Tonnen Bagger mieten, da sind dann die Einzelmaschinen aufgeführt. Und in dem rechten Feld hier dazwischen, da sieht man eben, jetzt ist Herr Hammel wieder da. Ja. Wen auch wieder da? Der Rechner ist wahrscheinlich gerade rausgeflogen, auf dem sie teilt. Deswegen hat sich das, ist das Bild jetzt weg. Dann müssen wir einmal hoch und runter fahren, genau. Wahrscheinlich, genau. Mhm. Aber vielleicht, der Kumnik ist ja gerade noch, der ist ja noch mit drin. Mhm. Ja, so ist es. Genau, vielleicht dann gehen wir einfach mal ein Stück weit rein in das Thema. Wir haben ja schon ein bisschen was gesehen. Was wurden von der Architektur, von der Software her umgesetzt? Also das, was wir gleich in der Demo noch sehen werden, wenn die Kollegen wieder da sind. Genau, das, was Frau Damm versucht hat darzustellen, war sozusagen der erste Schritt in dem klassischen Mietprozess mit der Bedienung der Kundenanfrage letztendlich. Wie ist jetzt so die technische Architektur dahinter? So wie Frau Grotemeier länger das eingangs erwähnte, ist dort im Einsatz eben Microsoft Dynamics NAV als Grundversion sozusagen, als ERP-Einheit, wo auch die Daten gepflegt werden. Das gerade eben zu sehende Rentboard ist dabei dann eben nur eine andere Darstellung auf die Daten, eben eine Darstellung, die mir das Ganze kalendarisch ermöglicht. Horizontal hatte man kurz gesehen, ist eben die Zeitachse aufgetragen, die man auch skalieren kann nach unterschiedlichen Einheiten. Jeder vermietet ja auch ein bisschen anders, stündliche Vermietung oder bin ich irgendwo im Hochbau unterwegs und habe eher längere Zyklen. Da kann ich dann entsprechend noch Einrichtungen vornehmen. Und auf der Vertikalen habe ich eben meinen Maschinenpark, also sowohl die Maschinen als auch Zubehöre. Was man vielleicht ganz kurz gesehen hat, es gibt so eine kleine Verschachtelung an der Stelle, das noch so als Besonderheit der Dispositionsebene. Also wo führe ich Dispositionen durch? Führe ich eine Disposition direkt auf einer speziellen Maschine, also letztendlich einer Seriennummer durch, oder tue ich das übergreifend? Beide Varianten sind dort möglich, auch zu sagen, die Maschine wähle ich vielleicht explizit eine Seriennummer und im Anbaugerätebereich sage ich nur, ich nehme einen Tieflöffel mit dem und dem Volumen beispielsweise, sodass ich mir für den Prozess nachher offen lasse, welches Anbaugerät ich auswähle. Beides verbunden eben Webservice, Webservice technisch mit der Datenbank. Genau, wir werden ja gleich noch was Besonderes sehen, diese App. Was zeichnet die aus? Was brauche ich denn dafür, um das zu nutzen, die App? Genau, auch die App baut auf der gleichen Architektur auf. Also die Datenbasis ist auch hier wieder Microsoft Dynamics NAV. Wir haben hier eine losgelöste Entwicklung, also kein Navision Mobile Client, den es theoretisch auch gibt. Wir haben hier eine native App, wie es so schön heißt, also eine App, die auf einem Android-System genauso wie auf einem iOS-System funktioniert und dadurch auch andere Funktionalitäten mit sich bringt. Also zum Beispiel ein riesen Pluspunkt an der Stelle natürlich sowas wie Offline-Fähigkeit. Leider ist es ja doch häufig so, gerade da, wo Mietübergaben stattfinden, wenn sie nicht bei mir auf dem Hofplatz sind, dort habe ich vielleicht eine schlechtere Netzabdeckung. Das ist dann das, was so eine App natürlich ein Stück weit kompensieren kann. Und darauf hinaus ist sie dann eben noch so drauf zugeschnitten auf die Prozesse des Anwenders, dass auch genau diese Abarbeitung sowohl bei der Auslieferung als auch bei der Rücknahme einem sehr strikten Prozess folgt. Als Voraussetzung habe ich eigentlich nur ein Android, ein iOS-Gerät, ein Funken, Internet, um mich zu synchronisieren und dann habe ich auch Online-Offline-Fähigkeit nachher. Genau. Okay, super. Ich habe gerade mal noch eine Meldung bekommen vom Herrn Kramer, dass er nur Ihren Monitor sieht. Ganz kurz, Sie können die Ansicht umschalten, Sprecheransicht oder Galerieansicht, dann sehen Sie auch
die anderen Kollegen. Und während die Kollegen einfach die Demo noch hochfahren, habe ich noch eine Frage an den Herrn Werner, weil der Prozess spielt ja eine ganz große Rolle. Wie war das bei Ihnen? Hatten Sie gleich den Prozess komplett im Bild? Was wollen Sie digitalisieren? Hat es entwickelt oder wie kam es dazu, zu sagen, okay, das sind die Schritte, so sind wir vorgegangen? Sie sind noch stumm, Herr Werner. Ihr Mikrofon ist noch stumm, deswegen kam bin ich. Nicht sein. Ja, perfekt. Also ganz am Anfang haben wir uns eigentlich gefragt, wo können wir Zeit sparen, damit wir mit dem Kunden mehr Zeit verbringen können. Mhm. Dann haben wir einfach erstmal alles abstrahiert, was wir jetzt gerade tun oder zu dem Zeitpunkt getan haben, um da Einsparpotenziale zu finden. Mhm. Und als wir da einen ganzen Schritt gegangen sind, haben wir uns eigentlich mit der Frage auseinandergesetzt, wohin, glauben wir, wird sich der Mietmarkt bei Baumaschinen entwickeln? Und das dann, was wir angenommen haben, in welche Richtung das Ganze geht, mal als Ziel oder Vision angenommen und uns dann sehr kleinschrittig eigentlich einen Weg dahin gebaut, der es zu jeder Zeit natürlich dann ermöglicht, auch Anpassungen vorzunehmen. Aber ja, das war eigentlich so der Weg, den Leuten, die daran arbeiten sollen, zu vermitteln, wo wollen wir mit der ganzen Geschichte hin und das dann runterbrechen auf kleinste Einheiten, die dann eben Aufgaben für jeden Einzelnen dargestellt haben. Und haben Sie an einem Tag den Schalter umgelegt oder gab es so eine Testgruppe, die zuerst das ausprobiert hat, die Umstellung des Prozesses? Also das ist eigentlich ein Projekt, was da reingewachsen ist. Und mittlerweile kann man es ja eigentlich als Projekt gar nicht mehr bezeichnen bei der Dauer, die wir da dran sitzen. Und das ist ja eigentlich ein permanenter Begleiter eigentlich. Okay. Und aus Kundensicht, wir merken die Kunden einen Unterschied oder gibt es da Rückmeldungen? Also wir kriegen schon mit, dass das auf den Kunden deutlich professioneller wirkt, wie wir jetzt vorgehen. Wir merken selber, dass wir Zeit sparen. Wir merken, dass die Kunden auch deutlich weniger Zeit bei uns wartend verbringen. Und wenn weniger Kunden warten, haben natürlich auch die Kollegen, die draußen vor Ort die Maschinen rausgeben, ja, die können sich halt ganz anders auf den Kunden einlassen. Die Beratungsqualität steigt deutlich. Das sind schon Rückmeldungen, die wir da kriegen, ja. Super. Ich frage mal ganz kurz Richtung Frau Damm. Ihr System ist da. Ich bin jetzt angemeldet über den Herrn Arne Arning, unseren IT-Fachmann. Mein Laptop hat es leider gerade irgendwie zerrissen. Ja, wir haben ihn gerade nicht wieder anbekommen, aber Herr Arne Arning, dadurch, dass er angemeldet ist, konnten wir ganz schnell wechseln. Also ich würde noch mal ganz kurz wieder einsteigen. Ich gebe den Bildschirm jetzt wieder frei. Perfekt. So, dann müssten jetzt alle wieder in der Randboard-Ansicht sein, so wie ich eben gestartet bin. Und zwar wiederhole ich das nochmal kurz. Also die Firma Oberbremer als unser Beispielszenario jetzt hat mich angerufen und möchte gerne für 2 Tage einen 5-Tonnen-Kompaktbagger mieten. Dafür gehe ich hier in unsere Randboard-Ansicht. Und dieses Randboard zeigt uns alle verfügbaren und vermieteten Baumaschinen, Anbaugeräte und Krane unseres Mietparks an, von all unseren Standorten. Anhand von individuell einstellbaren Filtern, zum Beispiel hier rechts oben, kann ich raussuchen, was der Kunde gerne möchte. Und dann beziehe ich mich auf die Objektgruppe, das ist zum Beispiel Kompaktbagger aus unserem geschlossenen Mietpark und sage ja suchen. Und dann bekomme ich die Ansicht aus der Kompaktbaggergruppe, aus dieser Objektgruppe. Und da ich jetzt direkt einen Vertrag mit dem Kunden erstelle und kein Angebot, hier oben kann ich nämlich auch zum Beispiel noch anwählen, ob ich mir die Verträge anzeigen lasse oder die Angebote, sehe ich in der Vertragsansicht auch, wo überall schon Verträge liegen oder geplant sind. Und zwar, wenn ich in der linken Ansicht, in der linken Seitenleiste, kann ich das je nach Tonnenklasse auf- und zuklappen. Und da sich das um eine 5-Tonnen-Klasse handelt, klappe ich dann die 5-Tonnen-Klasse auf und habe das
hier als Szenario jetzt schon einmal vorreserviert, aber normalerweise wäre diese Spalte dann eben verfügbar. Und dann könnte ich sagen, ah, hier ist eine Maschine frei und könnte sagen, die wäre für den Kunden möglich, dass ich ihm die vermieten kann. Da ich noch gucken muss, ob der gewünschte Zeitraum der Vermietung auch wirklich frei ist, kann ich hier oben in dem Filter wählen auf der Wochenansicht, Monatsansicht, Quartals- und Jahresansicht. Ich habe jetzt, da das eine kurzfristige Vermietung sein soll, den Monat November ausgewählt und den Stand von heute. Und dann sieht man hier die Tagesansicht von 1 bis 24 jetzt zum Beispiel, ist hier gerade die Ansicht. Heute ist der 10. November. Und die Vermietung soll ab morgen starten für 2 Tage. Für die Präsentation habe ich, wie gesagt, schon einmal die Maschine reserviert, um einmal direkt Ihnen jetzt das Vertragsbeispiel zu zeigen. Das habe ich auch schon ein wenig vorbereitet. Dafür wechsle ich jetzt in unser Microsoft Navision-Programm. Und hier ist es so, hier werden die wichtigsten Kundendaten erfasst. Einmal die Adresse, ganz wichtig der Mietbeginn der Mietperiode und die Mietdauer. Das ist immer für uns wichtig in der Dispo zu wissen, wann ist die Maschine draußen und wie lange. Wenn ich die Maschine ausgewählt habe, zieht sie sich automatisch in den Mietvertrag rein. Das ist dann ein sogenanntes Objekt, ein Mietobjekt. Und die Maschine ist auch automatisch in dem Reserviertstatus, sodass alle anderen Disponenten, Kollegen und auch alle anderen Standorte sehen, die Maschine ist reserviert und da ist jetzt was mit, da passiert jetzt was mit, die steht zur weiteren, also zu einer anderen Vermietung nicht zur Verfügung. Mit dem Kunden habe ich dann vereinbart, ich scroll mal hier etwas runter, hier sind so ein paar Kurzinformationen, die Maschine hat netto 4,96 Tonnen und hat Schnellwechsler dran. Hier ist dann das Zubehör, das habe ich dann mit dem Kunden besprochen, er hätte gerne einen Tieflöffel dabei und zum Beispiel einen Grabenräumlöffel als Zubehör. Und wenn mit dem Kunden dann die wichtigsten Daten besprochen sind, über Mietbeginn, Dauer und Umfang der Miete, dann kann ich eigentlich auch schon direkt in den Bereich Alles liefern gehen. Und zwar dann hier oben ist dann ein Button Alles liefern. Und sage, ja, ab dem 11.11., ab morgen, so wie der Kunde sich das wünscht, ist auch das Mietbeginndatum. Dann öffnet sich unsere Mietlieferauftragsansicht. Es wird automatisch ein Mietlieferauftrag generiert, wo ich dann einmal alles kurz überprüfen kann, passt das, was ich in Auftrag geben möchte und hänge die entsprechende Checkliste an, die mein Kollege gleich über die Hof-App abarbeiten kann. Ich sage ja, ich möchte eine neue Checkliste nehmen aus unserer Vorlage, die wir vorab alle hinter den Maschinentypen hinterlegt haben und sage, ja, ich hänge die Ausgangscheckliste an. Und gehe dann auf den Status OK und somit ist der erste Teil vom Büro aus erledigt und ich gebe rüber an meinen Kollegen mit der Hof-App. Kannst du einmal dein Bildschirm freigeben? Ja, jetzt wechseln wir einmal gerade die Ansicht. Kommst du drauf? So, jetzt genau. Jetzt nehme ich sie mal mit auf mein Tablet. Ich öffne jetzt hier die Hof-App. Und muss einmal kurz warten, kriege jetzt hier alle Aufträge angezeigt, habe jetzt den aktuellen Auftrag von Vivian bekommen, Oberbremer Bauunternehmen TB250, möchte gern einen Bagger haben. Das öffne ich jetzt auf Bearbeiten, dauert einmal einen kleinen Moment. So, und habe jetzt hier die Ansicht, einmal die Maschine an sich mit der Menge. Da muss ich nur kontrollieren, ob das passt, weil man könnte ja auch keinen Bagger rausgeben.
Kann hier einmal auswählen, ob Schäden vorhanden sind oder nicht an der Maschine. Sind jetzt keine, die Maschine ist in Ordnung. Habe oben über dieses, über den Reiter Position hinzufügen, könnte ich zum Beispiel, wenn der Kunde jetzt vor Ort ist und sagt, ich möchte noch einen Hydraulikhammer haben, könnte ich den noch hinzufügen, ohne dass ich jetzt im Büro Bescheid sagen muss, da kommt noch dies und das dazu. Das wird dann automatisch eingefügt und steht auch dann im Mietvertrag und Mietlieferschein nachher alles mit drin. Jetzt habe ich hier unten einmal die Checkliste, die ich ausfüllen muss, von der Vivian eben gesprochen hat. Hier trage ich dann einfach die Betriebsstunden ein. Das mache ich jetzt einfach mal sporadisch und den Tankinhalt. AdBlue hat die Maschine nicht. Und hake jetzt hier sporadisch nur gerade einmal so ein paar Sachen ab, wie Motoröl, Scheiben sind da, Ketten, Beleuchtung funktioniert, Schlüssel sind mit dabei. Alle Sachen, die ich jetzt nicht abgehakt habe, sind halt auch nicht immer vorhanden. Zum Beispiel der 5-Tonner ist ja nun mal ein Kettengerät, der hat keine Räder, deswegen lasse ich die weg. So, und gehe jetzt hier einmal auf Status Maschinen, Sauberkeit ist sauber. Kann einmal UVV und sowas alles eintragen, dass man da immer auf dem Laufenden bleibt in einem Blick. Hauptuntersuchung gibt es nicht. Einmal das Lieferdatum wäre morgen der 11. Und habe dann hier unten unter Ausgangsbilder noch die Möglichkeit, Bilder anzuhängen bzw. zu fotografieren. Ich habe mir jetzt zwei Bilder einfach mal hier aufs Tablet geschmissen. So, das habe ich jetzt alles drin, habe alles soweit abgearbeitet, gehe jetzt auf Abschließen. Jetzt dauert das einen kleinen Moment, dann springt das zurück in die Ansicht. Genau, und jetzt sieht man hier, wie sich die Checkliste zum Beispiel von dem Roten auf den Grün verändert hat. Und in dem Moment, wo ich jetzt auf Vorbereiten klicke, kann die Dispo jetzt drinne sehen, dass die Maschine soweit vorbereitet ist. So, jetzt ist der Kunde da vor Ort. Vivian hat mir gerade Bescheid gesagt, er möchte die Maschine holen. Jetzt gehe ich oben auf Übergabe, kann mir über die Druckansicht einmal diese Checkliste wieder anzeigen lassen, dass ich dem Kunden vorab einmal zeige, was habe ich alles gemacht. Mal warten, einen kleinen Moment. So, kann jetzt dem Kunden hier zeigen, es geht um den TB250, den er haben möchte. Ein Bagger, 800,2 Betriebsstunden, Diesel voll etc. UVV ist bis 11.21 und das Datum ist der 11.11. Also wir sind jetzt einen Tag vorgesprungen quasi zu heute. So, jetzt wechsle ich nochmal gerade in das Programm. So, wenn der Kunde damit einverstanden ist, dann lasse ich mir von ihm eine Unterschrift geben. Haben wir jetzt auch die Möglichkeit, wenn es der Lkw-Fahrer bei uns macht, zum Beispiel die Maschine rausbringt zur Miete und er trifft niemanden an, dass er auch abhaken könnte. Ich habe niemanden vor Ort angetroffen, keinen Ansprechpartner für Unterschrift. Hakt er das halt ab, anstatt eine Unterschrift. Ich klicke einmal auf OK. Habe die Möglichkeit, ihm diesen ganzen Krams jetzt per Mail nochmal zu schicken, also die Checkliste unterschrieben oder wenn er es wünscht, halt auch nochmal ausdrucken zu lassen. So, er ist damit einverstanden. Ich habe die Unterschrift. Jetzt gehe ich auf Übergabe. Jetzt einmal auf Buchen. Dann möchte ich das wirklich buchen. So, jetzt ist der Auftrag verschwunden. Jetzt bin ich mit meiner Arbeit hier auf dem Hof gerade fertig. Und würde jetzt einmal gerade wieder an die Vivian Damm übergeben. Oh, jetzt muss ich nur einmal kurz. Na. Jetzt bin ich am Hängen hier. So, jetzt müsste es wieder gehen. Gut, ich übernehme wieder und teile wieder einmal meinen Bildschirm. Jetzt ist es so, nach 2 Tagen kommt der Kunde wieder zu mir ins Büro und sagt, ich bin wieder da, ich möchte gerne die Mietmaschine wieder zurückgeben. Dann sage ich, alles klar, und gehe auf in den Mietvertrag und gehe auf alles zurückgeben und informiere damit dann quasi wieder meinen Kollegen draußen, indem ich mache ihn die Ansicht einmal etwas größer, Mietendedatum 13.11., 2 Tage später, okay. Genau.
Dadurch öffnet sich jetzt der Mietabholauftrag, wo ich wieder die anderen Checklisten für die Rücknahme anhänge. Und zwar genau das gleiche Spiel wie auf dem Hinweg, nur einmal jetzt für den Eingang der Maschine und für die Nachbearbeitung. Okay. So. Das ist dann auch schon wieder der Teil im Büro gewesen. Und jetzt kommt wieder eine Info auf das Tablet. Dafür wechseln wir wieder die Ansicht. So, jetzt bin ich wieder dran. Jetzt werde ich einmal kurz das Tablet, die App aktualisieren. Weil Vivian hat mir ja Bescheid gesagt, der Bagger ist wieder da. Hier ist der Auftrag. Den bearbeite ich ganz einfach wieder. Habe hier ähnlich wie am Anfang wieder die Felder mit Schäden, Maschine, ja, ist oder nein. Gehe hier jetzt einfach auf die Checkliste für den Eingang. Schreibe hier jetzt oder wähle das Datum aus. Das ist der 13. Ja. Jetzt bin ich nur noch im falschen Jahr. Das machen die dicken Finger. So, gebe hier oben einmal die Uhrzeit ein. Es ist jetzt von mir aus 11 Uhr. Kann hier die Betriebsstunden eintragen. Das sind jetzt 815,7. Und einmal wieder den Status, ist die Maschine voll oder wäre sie jetzt nur dreiviertel voll getankt. Noch ein Hinweis, wir sind gerade noch 2021. Nicht, ach so, Entschuldigung. Hängen bleibt. Das macht die Nervosität. So, jetzt bin ich aber weiter. So, die Maschine ist jetzt auch sauber und ich hänge jetzt wieder einmal ein Bild an. So, kann mehrere Bilder anhängen, also das ist jetzt nicht spezifisch, dass nur eins geht, sondern es gehen mehrere, schließe das Ganze ab. Genau, jetzt hat sich die Checkliste wieder verändert in dem Grün und jeder weiß, okay, das ist schon mal erledigt. Hol mir hier unten wieder eine Unterschrift vom Kunden, wenn er damit einverstanden ist, dass das alles so passt, die Maschine sauber ist, vollgetankt ist, was ja eigentlich jeder macht. Kann ihm diese dann auch wieder per Mail schicken und gehe jetzt auf Rücknahme und einmal auf Buchen. Dann weiß Vivian im Büro schon mal wieder Bescheid, die Maschine ist wieder da. Genau. Und jetzt habe ich noch die Möglichkeit, wenn ich jetzt noch einmal auf Nachbearbeiten gehe, was ja jetzt die Maschine ist voll, kann über diese Checkliste halt eintragen, wie viel Diesel ich nachgetankt hätte, wie viel AdBlue, ob, wenn ein Schaden vorhanden wäre, ob ein Schadensbericht erstellt wurde oder ob es halt nicht notwendig ist, das würde ich jetzt machen. Reinigungsaufwand war die Maschine ja sauber. Da schreibe ich jetzt einfach keinen Aufwand einmal rein. Dann kann man das im Büro auch gleich zuordnen, ohne dass es zu Missverständnissen kommt. Serviceauftrag für Schäden, da keine Schäden vorhanden waren, braucht das auch nicht und schließe das Ganze jetzt ab und bin mit der Nachbearbeitung fertig. Klicke jetzt hier noch einmal auf Nachbearbeitung, dann fragt er mich nochmal, ob das alles richtig und gewollt ist. Dann sage ich ja und dann habe ich jetzt quasi hier draußen meine Arbeit erledigt. Und gebe jetzt einmal wieder an die Frau Damm weiter. Genau. Ich teile jetzt wiederum mein Bildschirm und bin wieder in der Mietvertragsansicht und kann jetzt sehen, dass hier unten ist die Mietobjektnummer jetzt in so einem gelblichen Ockerton und hier unten steht der Buchungsstatus zurückgegeben. Somit kann ich jetzt quasi in die Abrechnung gehen. Ich schaue hier unten noch einmal nach. Ist hier eventuell was nachgebucht worden? Sowas, was mein Kollege eben schon sagte bezüglich Diesel oder AdBlue. Das ist alles nicht der Fall. Also kann ich direkt in die Abrechnung erstellen gehen und kann sagen, yep,
Okay, bin ich mit einverstanden. Dann wird automatisch eine Mietrechnung erstellt. So. Und dann habe ich die Voransicht der Mietabrechnung, kann noch einmal alles prüfen, passen die Daten, Buchungsdatum, habe ich an alle wichtigen Pflichtfelder gedacht, passt unten die Mietsumme inklusive der Mehrwertsteuer und dann kann ich auch schon auf den Button Buchen klicken bzw. Buchen E-Post senden und dann wird die Rechnung automatisch an den Kunden versandt. Und damit ist der Mietvorgang abgeschlossen. Super, danke schön. Wir haben jetzt, sind wir jetzt komplett durch den Prozess durchgegangen. Wir haben hier das geballte Wissen in diesem Best Practice Call. Deswegen, welche Fragen haben Sie? Was ist oft geblieben? Was möchten Sie gerne von den Kollegen hier im Raum wissen bzw. erläutert haben? Ich habe einen kleinen Zwischenruf von meiner Seite. Jetzt haben Sie gerade mal live erlebt, was eine richtig gute Disponentin ausmacht. Da geht die Welt außenrum unter und die Frau bleibt komplett ruhig. Das stimmt. Genau. Geben Sie es auch gerne in den Chat ein und sagen, okay, ich tippe das lieber ein. Ansonsten von meiner Seite, ich habe noch eine Frage, wie geht es bei Ihnen weiter? Also was sind die nächsten Schritte? Weil Sie machen das ja jetzt seit vielen Jahren, immer neue Innovationen reinzubringen. Was ist das, was steht als nächstes an? Das ist an mich. Das kann ich Ihnen sagen. In der Miete sind wir im Moment dabei, die Mietprozesse auch im Baugerätebereich, auch da vermieten wir Maschinen, Rüttelplatten und so weiter, den Prozess umzusetzen, auf dieses Level hier zu bringen. Mhm. Im Servicebereich, es gibt von Trasa auch eine Service-App, das wäre ein nächster Schritt, den wir für den Bereich anpeilen. Ich sage mal jetzt hier im Vermietenbereich, wir haben nächstes Jahr einen großen Softwarewechsel auf die Microsoft 365 Business Central, also die neueste Navision-Version, die dann cloud-basiert ist und letztendlich dann auch sehr stark durch Microsoft gesteuert wird. Dadurch ist es nötig, dass viele Prozesse, da kann Herr Kumnig vielleicht gleich nochmal was zu sagen, viele Prozesse neu definiert werden in der Branchenlösung und dann eben auch in Absprache hier geprüft werden, passt das so für uns und wie machen wir das? Und das ist eigentlich so das nächste große Projekt und wo wir nochmal quasi ein großes Update machen müssen und danach wird es aber keine großen Updates mehr geben, weil die Software ständig in Weiterentwicklung ist und alles so aufgestellt wird, dass das auch möglich ist. Also na klar, wird es hier und da mal klemmen, aber dass man diese Kraftakte nicht mehr machen muss und das ist für uns ein Riesenfortschritt. Also wenn wir da sind, haben wir, glaube ich, nochmal richtig guten Schritt gemacht, weil das schon für die Mitarbeiter und für alle Beteiligten schon immer sehr, ja, eine zusätzliche Großprojekte sind, die vorher viel Zeit mit Testen notwendig ist. Und wenn wir das nicht mehr haben, sind wir schon einen Schritt weiter und wir sind dann eben technologisch auch eben so weit vorne, wie Microsoft und Trasa mit der Branchenlösung vorne ist. Und da haben wir eigentlich gute Erfahrung. Super. Also Service kommt noch und wir haben auch schon noch ein paar Fragen im Chat jetzt gesammelt, einmal zum Prozess selbst und dann noch eine technische Frage in Richtung Tracer. Die erste Frage ist von BNI. Kann der Innendienst das Protokoll noch einmal ansehen? Das heißt, um zum Beispiel Schäden oder Ähnliches auch beurteilen zu können. Wie ist das genau geregelt bei Ihnen? Kumnig vielleicht. Christoph Kumnig? Ja, genau. Ich musste mich einmal kurz entmuten. Dann beantworte ich die Frage auch mit. Ja, der Innendienst kann das Protokoll auch nochmal sehen. Also wir klammern die
Daten ja an diesem sogenannten Liefer- oder Abholauftrag, was quasi so wie so eine Kommissionieranweisung zu verstehen ist. Dort werden sowohl die Checklistenergebnisse als auch die Bilder zu abgelegt und das Protokoll, was auf dem Hof erzeugt wird, kann ebenso vom Innendienst auch erzeugt werden. Und das ist das über den Mietvertrag immer wieder aufrufbar. Ne? Es gehört ja dann fest zum Mietvertrag. Ja. Und wie stellen Sie sicher, dass die Qualität, also ich gebe die Frage einfach weiter, dass die Qualität der Bilder für eine Beurteilung von Schäden zum Beispiel ausreicht? Florian, das ist eine relativ schwierige Frage, weil natürlich das auch immer Auslegungssache ist, was ist sozusagen die notwendige Qualität für die korrekte Beurteilung. Ich kann den technischen Part dahinter gerne beantworten. Die Bilder werden über die Kamera des jeweiligen Endgerätes, also sei es ein iPad, ein Android-Tablet oder eben auch ein iPhone oder ein Android-Smartphone, dort drüber werden die Bilder genommen. Und so gut wie die Kamera dort ist, so gut ist natürlich auch die Bildqualität. Die Bildqualität wird für den Andruck minimiert. Also auf dem Andruck werden wir das nie in voller Größe zum Ausdruck bringen. Sie haben auch gesehen, dass es ein relativ kleiner Bereich auf dem Ausdruck ist. Die Bilder sind aber trotzdem gespeichert und zwar in der Qualität, wie sie aufgenommen werden. Okay, Dankeschön. Dann haben wir das Thema von der Jasmin Reinhold, auch zwei technische Fragen. Einmal bietet Drese lediglich mobile Lösungen an? Das ist eine sehr gute Frage. Vielen Dank für die Frage in der Runde. Nein, das ist tatsächlich nicht so. Ich hatte es ganz kurz eingangs versucht zu erläutern, dass genau das, was Sie gerade eben gesehen haben, also diese volle Bandbreite vom ERP-System angefangen über die Disposition, die mobilen Bausteine, mögliche Schnittstellen, das sind alles Produkte, die in unserem Hause entstehen und dann eben genauso wie hier in dem Prozess gezeigt auch ineinander greifen. Und dann hat sie noch eine zweite Frage reingegeben und zwar bezüglich des Versendens des Dokumenten, ob sich das auch an den Kunden direkt passieren kann, das heißt ohne Zutun durch die Mitarbeiter auf den Hof. Ich nehme an, Stichwort genau. Automatisierung. Dann. Genau, das ist eine klare Entweder-Oder-Frage. Es kann sein, dass es über sozusagen den Hofmitarbeiter verschickt wird, dann wird es auch direkt über sein Endgerät verschickt. Bedeutet, da ist ein E-Mail-Client drauf, ein E-Mail-Postfach. Dann wird es über das Tablet beispielsweise verschickt. Es kann auch hintenrum über das ERP-System verschickt werden, genauso wie zum Beispiel auch der elektronische Versand der Rechnung. Frau Damm hatte das angedeutet, wenn sie buchen und senden drückt, ist es jetzt hier im Hause Grotemeier so, dass da auch mit dem E-Post-Verfahren gearbeitet wird, also auch dort eine Integration weiter im Prozess sozusagen auch stattfinden kann. Die Entscheidung hat dann wahrscheinlich die Firma Grotemeier oder in dem Fall Herr Werner als Prozessverantwortlicher getroffen, wie das genau bei Ihnen aussehen soll, was Sie für eine Ausprägung haben wollen. Ja, ganz genau. Super. Danke erstmal. Gibt es noch weitere Fragen, noch weitere Dinge, die offen geblieben sind? Gerne in den Chat. Ansonsten gibt es natürlich später auch über die BBI-Community die Möglichkeit, in Kontakt zu bleiben und auch weitere Best-Practice-Sessions da kommt schon die nächste. Und zwar von dem Jörg Zeipelt. Wie langwierig war denn die Anbindung Navision an Drese? Wie langwierig war die Anbindung Navision an Drese? Ich glaube einfach diese Unterscheidung. Also, oder sagen Sie es mal, Herr Zeipelt, genau. Schalten Sie mal das Mikrofon an und dann können Sie die Frage nochmal direkt stellen. Genau. Ja, also es sind ja zwei verschiedene Systeme. Hallo erstmal. Hallo. Navision ist ja das ERP-System. Tracer ist ja die App für die Übergabe zum Teil, ne? Wie ich das verstanden habe? Nee, das ist nicht richtig verstanden. Also Tracer ist unser Softwarepartner, der Softwarepartner von Grotemeier. Da haben wir 2013 mit dem ERP-System mit angefangen. Tracer bietet eine Branchenlösung für Land- und Baumaschinen an. Und das schon. Das Tracer-Team arbeitet daran seit 2013 und Landmaschinen hatten die vorher schon im Fokus. Aber inzwischen gibt es, was weiß ich, wie viele Baumaschinenhändler, die damit im Boot sind. Und diese Branchenlösung war erst reines ERP, aufgebaut, weiterentwickeltes Navision. Und in den letzten Jahren, also vor
2 Jahren, glaube ich, ist das Rentboard dazu gekommen. Das ist eine Art Browser-App-Entwicklung, wo Herr Kumnick ja auch gerade sagte, plus Schnittstellen, plus Kommunikation, ist das komplett in Treserhand. Und jetzt die neuere App ist eben diese Hof-App, die wir jetzt schon eine Weile im Test haben und wo wir so drauf und dran sind, die jetzt ins Echtsystem zu nehmen. Das ist der zweite Punkt jetzt, was die Miete angeht, an Angebot. Treser ist unser Softwareanbieter, wo wir sehr komplett eigentlich die Begleitung und Betreuung haben, wo wir eben jetzt auch diesen Wechsel auf Microsoft Business Central, also das Navision der Zukunft, cloudbasiert und so weiter, zusammengehen werden. Das beschreibt das eigentlich nochmal ganz gut. Also es ist ein Baukasten sozusagen. Hinter dem Treser ist einmal der Firmenname und einmal in einigen Bereichen tatsächlich der Produktname auch. Steht im Übrigen für Trade, Service und Rental, also die Geschäftsbereiche, die Sie mit der Software abbilden. Und es ist ein Baukastenprinzip. Und genau das, was Sie alles gerade gesehen haben, ist eine mögliche Zusammenstellung des Baukastens ERP mit Dispositionskalender und App. Aber alles wird in einem Haus entwickelt und ist damit auch mit standardisierten Schnittstellen natürlich auch sofort miteinander verheiratet. Das heißt, wenn ich jetzt ein Vermieter wäre und diese Lösung auch einsetzen würde, angenommen, ich hätte schon eine Vision im Einsatz, wie lange bräuchten Sie dann, dass ich das dann benutzen kann? Ein großer Punkt ist natürlich bei der Anbindung an andere Systeme oder selbst wenn es das gleiche Basissystem ist, ist immer die Datenstruktur letztendlich. Also Sie haben ja hier gesehen, man arbeitet mit Mietverträgen, man arbeitet mit sogenannten Lieferaufträgen, mit Checklisten. Wenn die Datenstruktur nicht allzu weit von dem abweicht, was das Treser-Basismodul liefert, dann kann ich natürlich diese Schnittstelle auch implementieren. Das ist im ERP-Kontext aber wirklich, also das kann zwischen einer Woche Implementierung und, ich will nicht sagen einem Jahr, aber auch einem sehr großen Zeitfenster liegen. Also da ist die Spannweite wirklich sehr, sehr groß, weil es davon abhängig ist, wie sieht das Basissystem aus. Okay, danke. Dann kam noch die Frage vom Christian Einring. Muss ich mal schauen, ob ich den Namen richtig... Einring, Entschuldigung. Und zwar, wie sieht es aus mit Verkauf? Wird das auch unterstützt, wenn jetzt die Lebensdauer des Gerätes praktisch erreicht ist, dass es verkauft werden soll? Gibt es da Möglichkeiten, Gebrauchgeräte auch darüber zu verkaufen? Aber klar. Also ich kann da vielleicht einmal gerade für den Benutzer was sagen, weil ich so begeistert davon bin, wie leicht das ist und wie einfach das ist. Dadurch, dass das Mietmodul an das ERP angeflanscht ist, redet das Ganze natürlich miteinander. Ich spreche da jetzt als Benutzer, nicht als Techniker. Sprich, ich habe eine Möglichkeit, mir Maschinenkalkulationen aufzumachen und da landen automatisch die Mietumsätze drin, da landen von den Serviceleuten die Servicekosten drin, die auf das Gerät gebucht wurden, sodass ich innerhalb kürzester Zeit eigentlich einen Verkaufspreis rausfinden kann, zu dem ich das Gerät auch an den Mietkunden anbieten kann. Wenn der mich während der Mietdauer zum Beispiel anruft und sagt, hier, das Ding gefällt mir gut, kann ich den behalten, dann brauche ich nicht 4 Seiten handschriftlich untereinander zu schreiben, sondern kann eigentlich kurzfristig auch eine Auskunft darüber geben, was wir uns da preislich vorstellen. Ach, super. Dankeschön. Und noch eine weitere Frage vom BNI. Wie sieht es aus mit Vorlieferungen, also Auslieferungen durch den Fahrer zum Beispiel am Tag vorher? Geht das? Nutzen Sie das? Ist das abgedeckt? Also wir machen es natürlich nicht gerne, wie wahrscheinlich kein Vermieter, aber wir sind gezwungen, diesem Wunsch der Kundschaft selbstverständlich Rechnung zu tragen. Und um das Ganze Navision-seitig zu beantworten, selbstverständlich können wir sagen im Mietvertrag, wir liefern heute und die Mietberechnung startet aber erst morgen. Wie man das Ganze dann noch schlussendlich versicherungstechnisch, juristisch bewerten will, wenn wir das Gerät irgendwo auf der Baustelle abstellen, und da einfach niemand ist, der uns unterschreibt, das entgegengenommen hat, das ist ja dann keine Softwarefrage mehr. Da muss man sich einfach entscheiden, ob man solche Sachen mitmachen möchte oder nicht. Ja, danke. Und dann das Thema Verkauf tatsächlich scheint eins zu sein, was viele interessiert von der RAS. Jasmin,
Reimhold kam noch die Frage, wie es aussieht bei gebrauchtem Equipmentverkauf, ob Schäden oder Kosten bezüglich Instandhaltung irgendwo kumuliert über den Mietzyklus auch dargestellt werden können. Darf ich ja, da gerade mal zu was sagen? Wir haben die komplette Maschinenkalkulation und Verkauf haben wir seit 2000 ungefähr im Navision integriert. Das heißt, wir haben eine Aufstellung, wie wir die früher in Excel hatten, wo, wie Herr Werner das schon sagte, auch die Servicekosten, aber auch sowas wie Zinsen, Mieten, Fremdleistungen, Frachtkosten, Verkaufshilfen, sonstige Subventionen, alles reinfließt und automatisiert reinfließt, gebucht. Sobald eine Einkaufsrechnung gebucht ist, fließt die in die Maschinenkalkulation mit rein, weil das alles sehr schön verknüpft ist und verwoben ist, sodass der gesamte Maschinenverkauf auch sehr, sehr stark unterstützt wird durch die Tracer-Branchenlösung. Wir haben da eine Soll-Kalkulation, eine Ist-Kalkulation, wir haben ein Marketing-Modul da mit drin, wir haben Verkaufschancen, die bewertet werden können. Wir haben den Einkauf und auch verkaufsseitig alle Daten in dieser Maschinenkalkulation inklusive Einkaufskonto, Verkaufskonto und so weiter. Und daran angeflanscht ist ein Provisionsmodul. Wir provisionieren nach Deckungsbeitrag. Und das ist ja besonders bei der Maschinenkalkulation, wenn man Gebrauchtmaschinen kalkuliert, die Krane, die 10 Jahre in der Miete waren, ist das ja schon sehr, sehr umfangreich. Aber das haben wir schon lange und das funktioniert super gut und wir sind da komplett von ab von irgendwelchen Excel-Kalkulationsgeschichten. Dankeschön. Auch danke für den guten Überblick und auch der Christoph Kumnick hat noch die eine oder andere Frage im Chat beantwortet. Ich kann ihn auch noch auflassen. Von der Zeit sind wir jetzt soweit gut durch und ich bedanke mich bei Ihnen allen, bei der Firma Grotemeyer, bei der Firma Dreser für die tolle Demo und übergebe einfach an den Herrn Küspert nochmal zum Abschluss und auch, um einen Ausblick auf das nächste Event zu geben. Sehr schön, vielen Dank. Ja, herzlichen Dank und wir können mich alle hören, weil ich sehe im Moment immer noch den Herrn Hamel bei mir am Bildschirm, was nicht schlimm ist. Man hört Sie wunderbar. Ah ja, wahrscheinlich ist es auch besser, mich nur zu hören. Aber das möchte ich Ihnen jetzt noch zumuten. Ja, super, an die Firma Grotemeyer. Ich glaube, sehr viel besser und anschaulicher kann man sowas nicht darstellen. Herzlichen Glückwunsch und herzlichen Dank insbesondere an Ihr wirklich tolles Team, Frau Damm und auch den Kollegen, der am Hof den Prozess demonstriert hat, auch Herr Werner. Mein Dank dafür. So hatte ich mir gar nicht gewagt vorzustellen, als wir die Idee hatten, diese Sessions Best Practice Digital durchzuführen. Dann komme ich aber auch gleich zu den anderen Teilnehmern. Ich bin sehr sicher, dass Sie alle in Ihren Häusern digitale Projekte vorantreiben, umsetzen und sprechen Sie uns bitte einfach an, wenn auch Sie gewillt sind, das mit den Kollegen zu teilen, zu diskutieren, zusammen mit Ihren Partnern, Softwarepartnern. Und da wäre ich wirklich sehr interessiert dran. Und ich glaube auch, dass das Interesse der Kollegen der anderen Branchenunternehmen sehr groß ist. Wir waren heute in der Spitze immerhin 39 Teilnehmer. Am 10. Februar 2021 ist die nächste Best Practice Digital Session schon geplant. Da wird dann die Firma Lindig Fördertechnik sprechen über die Einführung von Kooperationsmodellen zur Fremdanmietung. Das nennt sich dann Rollout des Bruxler Business Center. Das ist so kryptisch, dass eigentlich jeder dabei sein muss. Melden Sie sich bitte an. Auf bbionline.org gibt es da auch schon die Möglichkeit, sich anzumelden. Und immer wenn wir neue Themen haben, wenn wir neue Firmen gewinnen konnten, die ihre Lösungen vorstellen will wollen, finden Sie die auch immer auf bbionline.org in 2-3 Wochen auf dem neuen bbionline.org. Ja, das war's von meiner Seite. Ansonsten, Herr Hamel, spiele ich den Ball
Ja, herzliches Dankeschön. Toll, dass Sie da waren. Wie gesagt, wir lassen es noch ein bisschen offen. Es sind noch mal ein paar Fragen reingekommen. Wie viele Tablets sind bei Grotemeyer im Einsatz? Und gleichzeitig möchte ich von allen, die raus wollen, dürfen, müssen, mich verabschieden. Schön, dass Sie dabei waren.